Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was super Cooles für euch und zwar ein eigenes Schleimlabor. Mit diesem Set kann man also seinen Schleim selber herstellen. Da ist alles mit dabei, was man braucht. Es nennt sich Slime Magic Mixer, weil da eben auch ein Mixer dabei ist. Ich glaube, das ist gerade so ein kleiner YouTube-Trend, Schleim mit einem Mixer herzustellen. Dieser Mixer ist auf jeden Fall in dem Schleimset enthalten, geeignet für Kinder ab 6 Jahren und hergestellt von Nice Group. Ich zeige euch nochmal, was hier alles jetzt mit dabei ist. Wir haben Kleber, wir haben Glitzer, wir haben so Holzspatel, Strasssteine, verschiedene Farben und sogar verschiedene Düfte. Selbstverständlich eine Anleitung, damit wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, let's mix it! Was mich natürlich am meisten interessiert hat, ist dieser Mixer. Da habe ich direkt die Batterien reingetan und jetzt testen wir den mal. Da gibt es einmal aus und an, beziehungsweise zwei Stufen. Das ist, glaube ich, die mittlere Stufe. Und das ist die schnelle Stufe. Zudem gibt es auch noch andere Aufsätze, die lassen sich einfach so austauschen. Da haben wir nämlich noch diesen hier. Und diesen Spatel. Also, richtig viel Power wie so ein Küchengerät hat er natürlich nicht. Das ist ja ein Kinderspielzeug, aber die Idee ist auf jeden Fall super cool. Und ich freue mich auch schon, wenn wir gleich unseren Schleim damit mal durchmischen können. Wir haben hier richtige Reagenzglashalter oder Behältnisse, wo wir dann unseren Schleim reintun können. Erster Schritt ist, diesen Kleber hier abzumessen. Insgesamt 30 Milliliter wandern jetzt in diesen Messbecher. Die 30 Milliliter Kleber, die wandern jetzt in so ein Reagenzglas. Ich habe mich jetzt hier für das hier entschieden mit dem türkisen Ständer und kippen jetzt gemeinsam hier diesen Kleber hinein und als nächstes kommen dann 10 Milliliter von diesem Aktivator dazu und ich glaube, mit diesem Aktivator wird es dann schön schleimig. So, jetzt kommt der Aktivator dazu. Der ist schon so richtig dickflüssig. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Wir werden jetzt den Mixer benutzen. Den werden wir jetzt hier oben in das Reagenzglas hineinstecken, einschalten und alles gut durchmischen. Leute, guckt euch das mal an, wenn ich jetzt hier diesen Mixstab rausziehe, dann haben wir richtig krassen Schleim und zwar ist der so ja, durchsichtig, fast schon wie dieser Liquid Glass Schleim. Der ist natürlich jetzt noch ein bisschen öde und deshalb können wir jetzt noch Farbe, Duft und ein paar Glitzersteinchen dazu tun. Ich habe jetzt diesen blauen Glitzer hineingetan, dann diese grünen Pailletten und ein bisschen von der gelben Farbe. Dann wechseln wir einfach mal die Aufsätze. Muss man nicht, aber es macht umso mehr Spaß. Und wir nehmen mal diesen hier. Rühren das Ganze jetzt wieder gut durch. Ich denke, wir können das auch in die Hand nehmen. Dann brauchen wir den Behälter nicht oder den Ständer und können das hier ein bisschen besser zeigen. Es fühlt sich einfach mega cool an und auch die Geräusche sind richtig schön glibberig. Oh, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, nicht, dass sich dieser Schleim hier oben in den Mixer reinzieht. Der ist schon sehr, sehr fest. Aber er sieht auch echt total schön aus. Also ich glaube, für den ersten Versuch kann sich das definitiv sehen lassen. Und jetzt haben wir diesen ganzen Schleim an unserem Mixer. Hoffentlich kann man ihn gut ablösen. So sollte das wahrscheinlich nicht laufen. Ups, jetzt fällt mir auch noch der Mixer hier auseinander. Ich werde das jetzt mal hiervon abziehen und dann in einen kleinen Becher füllen. So, das ist unser selbstgemachter Schleim und er ist wirklich ziemlich klebrig. Ich hoffe, ich kriege ihn noch von den Händen ab. Denn eigentlich soll er hier in unsere Packung rein, damit wir ihn für später aufbewahren können. Das Mischverhältnis war eigentlich richtig. 30 von dem Kleber, also Milliliter, und 10 von der Lösung. Jetzt kommt der Deckel drauf
Und unser Schleim ist fertig. Für meinen Geschmack allerdings ein bisschen zu klebrig. Es gibt allerdings auch ganz unterschiedliche Schleime. Manche sind sehr hart, manche sind eher weich. Und dieser ist wirklich sehr flüssig und auch sehr, sehr klebrig. Ich finde es nichtsdestotrotz richtig cool, dieses Set. Vor allen Dingen all die Sachen, die dabei gewesen sind. Die Reagenzgläser mit den Ständern. Dann haben wir hier wirklich genug Kleber, um einige verschiedene Schleimsorten zu machen. Farben, um den Schleim zu färben. Dann haben wir hier noch so Duft, den habe ich jetzt gar nicht verwendet. Das ist einmal Zitrone und so Tutti Frutti. Glitzer und noch so kleine Perlen. Aber mein absolutes Highlight war wirklich dieser Mixer hier, um mit dem Slime Magic Mixer dann auch wirklich den Schleim durchzumischen. Ein richtig cooles Teil. So viel jetzt also zu dem Set. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.